Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark von der Map The Island. Unserem kleinen, gemütlichen Ark-Let's Play. Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ich meine mich zu erinnern, dass wir irgendwie nicht so viel geschafft haben. Und doch. Ich habe vor, heute etwas produktiver zu sein. Ich nehme es mir fest vor. Ich möchte auf jeden Fall ein Pteranodon tamen, denn ein Level fehlt uns noch, dann können wir den Sattel machen und endlich Crystal besorgen. Also nicht Crystal Meth, sondern Kristall für Klaas und so Zeug und vor allem fürs Fernklaas. Und mit Fernklaas wird das ganze Spiel so viel leichter werden, weil man von Weitem gucken kann, welches Level die Tiere haben, ob man da hinlaufen sollte oder nicht. Und ja. Und sobald wir da eine Fernglas haben, möchte ich bitte irgendwas furchteinflößendes. Und da hinten ist gerade ein Trike aus dem Nichts aufgeploppt. Habt ihr das gesehen? Creepy. Ja, irgendwas Großes, furchteinflößendes mit Zähnen, womit wir uns auch im Zweifel wirklich wehren können, weil so gern ich Peter habe. Ich bin mir nicht sicher, wie lange er im Kampf tatsächlich bestehen würde. So. Ich bin jetzt ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt tatsächlich auch beim Leveln immer ganz so wählerisch. Weil ich verzweifelt bin. Oh, bei Level 20 ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier nur Bolas besorgen kann. Und dann würde ich sagen, greifen wir direkt an. Bolas. Haben wir denn Bolas irgendwo? Es ist sehr dunkel, ich weiß. Ich sehe selber nicht so viel. Es ist eher so Vortasten die ganze Zeit. Warte, da war ich gerade drin, da wollte ich rein. Nee, wollte ich da rein? War nicht? Da. Haben wir Bolas? Nein. Gut. Können wir Bolas machen? Bitte sag ja. Machen wir mal. Ich meine, wenn man richtig treffen sollte, eine reichen. Wir machen mal Feuchtzauber 3. Ach, wir haben noch die ganzen Mecho Berries vom Pego Mastax. Ich möchte nach wie vor unbedingt einen Pego Mastax. Ich bin fest entschlossen. So, Kinders. Bereit? Das darf er nicht weggeflogen sein. Ach, da ist er. Er möchte, also RCS möchte auf jeden Fall getamed werden. Ganz klar. Und zack. Sehr schön. Das läuft ja bislang wie am Schnürchen, wa? Ich bin jetzt schon produktiver, als ich die ganze letzte Aufnahme war. Und das will was heißen. Ich bezweifle, dass ich jetzt irgendwo Primeat herkriege, aber es geht halt auch mit normalem Fleisch. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Ist mir gerade Wurst. Oh, Wurst. Wurstbrot. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich hab gefrühstückt, aber jetzt hab ich nicht so befriedigt heute irgendwie. Die machen immer so fürchterliche Geräusche, während sie da liegen. So, ich hole mal Narkos, weil ich hab... Doch, ich hab welche mit. Was rede ich denn? Ich hab welche mit. Ja. Müssen wir jetzt nur aufpassen, aber eigentlich gehen die relativ schnell, selbst ohne Prime Meat. Vor allem bei Level 20. Komm, friss mal was, damit ich es einschätzen kann. Wie schaut's aus? Ich kann noch nicht einmal erkennen, was sie für Farbe hat. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, nachher ein Destroy by Dinos machen, damit hier hoffentlich auch bunte Dinos rumlaufen. Denn ab dieser Woche gibt's ja unter anderem blaue Dinos. Ich habe ja gestern Ark gestreamt und man hat gesehen, ich habe irgendwie so leichte Schwäche für blaue oder bunte Dinos generell. Also jetzt nicht so schreiend bunt, aber so einfarbig bunt finde ich es eigentlich schon ganz hübsch. So, jetzt mach doch mal. Friss doch mal. Ja, ich glaube, es dauert ein bisschen. Müssen sie 50 verlieren? Ich weiß es nie. Ist für mich immer wieder neu. Ich spiele Ark jedes Mal aufs Neue. Hm.
Ja, hören wir uns halt nur länger das wunderschöne Geschnorche und. Na komm, tu's für mich. Wir haben so viele Trikes hier. Vielleicht sollten wir uns doch nur eins holen. Das kann sich im Zweifel ein bisschen besser verteidigen. Ist dafür heute am mega langsam. Na komm. Just do it. Aha. Und? Ah ja, 15% pro Fleischstück. Das ist doch super. Ich würde euch jetzt vorrechnen, wie lange es dauert, aber ich lasse es lieber bleiben. So. Ich gehe mal kurz gucken, wie es um unsere Eisenvorräte und so steht. Ich glaube, ich habe mal nur irgendwie so, ja genau, 3 Barren drin und ich glaube, das war es dann auch großteils. Eisen. Hier so, ne? Naja, immerhin 10. Also ich würde sagen, das spricht nichts gegen Sammeln. Ich hoffe, wenn ich dann den Destroy by Dinos gemacht habe, vielleicht tauchen dann hier wieder Pegomastaxen auf. So, was wollte ich? Eisen sammeln wollte ich. Hallo Fisch. Ach ja. Also noch relativ früh am Morgen und ich bin zwar... Ich habe fürchterlich geschlafen und ich dachte eigentlich, ich halte nie im Leben so lange durch, sondern gehe wieder ins Bett. Aber ich bin jetzt erstaunlich wach. Manchmal hilft Duschen und Kaffee halt doch. Mal schauen, wie lange es herhält. Wahrscheinlich hänge ich dann heute Nachmittag durch. Ich weiß nicht genau. Eventuell streame ich heute Nachmittag nochmal ein bisschen arg. Hallo. Das hat halt irgendwie doch Spaß gemacht gestern. Arg ist nicht, mich anzuspucken. Nee. Arg streamen ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Weil man halt, keine genauen Vorgaben hat, was man machen muss. Das heißt, man muss sich selber was Unterhaltsames ausdenken. Und es ist manchmal ziemlich schwierig. Genauso wie hier im Let's Play. Also ich muss sagen, ich finde meine Let's Plays tatsächlich ganz amüsant. Wenn ich das sagen darf, dass ich mich selber amüsant finde. Aber jetzt so für die leidenschaftlichen Arc-Spieler unter euch könnte es tatsächlich ein bisschen langweilig sein, weil ich jetzt noch 40 Folgen oder so und bei knapp 40 Leveln halt immer noch nicht sonderlich viel weiter bin als am Anfang. Ich habe ein unglaubliches Haus gebaut. Und unglaublich meine ich jetzt nicht unbedingt positiv. Ich habe 2 Paras. Nee, ich habe 3 Paras mittlerweile. Richtig. Und ein Raptor. 2 Dodos und 3 Dilos. Ich meine, ja, es ist ein bisschen was, aber es ist halt, eigentlich könnte man auch schon viel mehr haben mit Level 40. Naja. Also ich entschuldige mich bei allen, denen dieses Let's Play eigentlich zu langweilig ist. Ich verstehe zwar dann nicht, warum er es trotzdem guckt. Ich freue mich, dass er es trotzdem guckt. Ich rede schon wieder ganz komisches Zeug. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Oder auch nicht. Mittlerweile müsstet ihr euch ja dran gewöhnt haben, dass ich komisches Zeug rede. Ich finde, das Haus sieht vor Weiben jetzt echt hübsch aus, eigentlich. Doch, durchaus. Jetzt im Schneckentempo zurück zu... Oh, jetzt kann ich mir schon mal einen Namen überlegen. Ein bisschen Zeit habe ich ja. Ein Mädel war es, ne? Ich denke fest noch, deshalb bin ich so still. Läuft da drüben schon blauer Pacher? Es sieht fast so aus, oder? Vielleicht muss ich gar keinen Destroy by Dinos machen. Ich glaube, der ist blau. Ich befürchte, wenn er blau tatsächlich blau ist, muss ich ihn in meine Sammlung aufnehmen. Wir gucken gleich mal.
Kann es sein, dass der Petri blau ist? Kann ich so viel Glück haben tatsächlich? Ja, das macht Sinn, wenn das der neu gespawnt ist, weil wir hatten hier nie einen Level 20 Petri. Er hat schon zweites Mal gefressen, immerhin. Komm, kriegst den Rest Ammer. Es könnte ein bisschen knapp werden. Mal gucken. Eventuell gehe ich gerade mal los und sammle noch ein paar Narkobären. Schmeiße aber erstmal das Metall in den Ofen. Oh, das ist der Schwarz. Schwarz ist auch eine dieser Eventformen. Er ist auf jeden Fall schick. Ich habe keine Ahnung, ob ich den schon mal gesehen habe. Jetzt ist der Petri tatsächlich blau. Wann habe ich ein Glück? Unfassbar. Unfucking fassbar. So. Rinder, wie viel haben wir denn überhaupt? 18. Naja, das ist überschaubar. So, da sammeln wir mal gleich noch ein bisschen weiter. Hier. Zu süß. So. Hab ich gesagt. Was macht denn das Leder da wieder? Warum stackt denn das nicht richtig? Das ist komisch, dass sie das nicht irgendwann mal auf die Reihe kriegen. Hab ich. Wo? Hier, Steine hatte ich hier drin, ne? Steine müssen wir einmal sammeln. Und Fetch und Holz hatte ich unten. Richtig? Jawohl. Und hier habe ich nur Fleisch in der Tasche. Das gebe ich jetzt ihr. Nee, sie ist gar nicht blau. Das ist ja Schummelei. Von hier sieht sie blau aus. Ne? Eindeutig blau. Aber sie ist eigentlich grau. Trotzdem hübsch. Aber nicht blau. Egal. Sie hat Level 20. Ich möchte mich ja gar nicht beschweren. So, wir gucken uns mal eben den Para da drüben an. Oder? Wie schaut es mit deinem Torpor aus? Tja, komm. Ist noch 1, 2, 3, 4. Irgendwo Piranhas? Ist mir jetzt gerade egal. Ich schwimme trotzdem. Noch ein Dilo. Was soll denn das? Lass du den schwarzen Para in Ruhe? Nein, du sollst mich angreifen. Level 3. Okay. Jetzt soll ich mich extra rübergeschwommen, aber er kommt gerade wieder. Oder kennen wir dich schon? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Level 1. Ich glaube, den konnten wir schon. Also willst du doch auf einen Destroy White Dinos rauslaufen? Hübsch ist er trotzdem, aber Level 1 sind wir dann tatsächlich doch ein bisschen zu low, Bob. Genau. Da scheiße ich drauf, richtig. Wie der halt einfach blau aussieht, das ist echt gemein. Aber er ist trotzdem, Entschuldigung, ist halt trotzdem eigentlich schick, ne? Ist das weiß? Ist es grau? Ich weiß nicht, es ist schick. Ja, haben wir es doch schon fast geschafft. Ich gehe mal kurz einen Blick werfen. Ob sich vielleicht ein Pico Mustax materialisiert hat hier drüben. Ne, guck mal, hier laufen nämlich die weißen Tierchen rum. Das hatte ich nämlich gestern auch. Das war ja eigentlich eine Eventfarbe, die jetzt weg sein sollte, soweit ich das verstanden habe. Oder nicht gestern, vorgestern. Und nachdem ich dann die Destroy by Dinos gemacht habe, waren die weg und die blauen da. Also schätze ich mal, muss ich das hier auch noch machen. Die kommen alle so unbekannt vor. Haben wir die alle schon mal gesehen? Level 2. Hm. Gott, so viele Lystros. Level 10. Level 13. Ein Kompi. Zwei Kompis. Drei Kompis. Ein Pegamastax. Darf ich mich nur nicht ablenken lassen? Damit ich den Petri nicht vergesse.
Ist so schade, dass man die umbringen muss, weil sie so lästig sind. Ich finde sie nämlich eigentlich so niedlich. Hallo. Da wird zwei. Naja. Besser als nix. Wahrscheinlich geht ja auch wieder nach Kino oder schwimmen oder so. Mhm. Ich gehe mal nicht ganz so nah ran. Vielleicht war ja ich schuld, dass er letztens davon geschwommen ist. Weil ich seine Privatsphäre nicht beachtet habe. Wie er mit der kleinen Tasche in der Hand rumrennt, ist einfach so mega niedlich. Hallo? Hey du. Hey, hey du. Ja, ich hänge fest. Hey. Oh, er ist daneben gesprungen. Nee, er ist einfach geflüchtet. Jetzt. Okay. Und jetzt geht er wieder ins Wasser. Ich könnte kotzen. Ja, nee, ich schwimme jetzt nicht mehr. Ätzend. Das ist halt echt super doof, dass die immer ins Wasser gehen und wegschwimmen. Ich habe jetzt keine Zeit, hinterher zu schwimmen. Hallo, lass mich hier hoch. Danke. Menno. So, wie schaut's aus? Achso, ich wollte eigentlich Narkobären sammeln. Ich mach mal Vorsichtshalber. Ich weiß gar nicht, oder haben wir oben irgendwo Narkos? Egal. Sicher ist sicher. So. Ach komm, nehmen wir Mary. Die hat auch schon Level up. Sehr schön. Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass Ruth auch ein Eventfarbe war. Also eventuell hat Mary hier auch noch Eventfarbe. Dort. Aufpassen, dass ich schnell auf den Petri haue aussehe. Und da müssen wir langsam einmal anfangen, Felder zu bauen. Das könnte man eigentlich auch heute mal in Angriff nehmen. Jetzt haben wir da den schwarzen Para die ganze Zeit bei uns rumkrebs. Na gut, aber der ist dann eh gleich weg. So. Die nehme ich mal an mich. Vielen Dank. Warum frisst er denn jetzt nicht mehr? Er hat schon über 100 verloren jetzt. Friss! Vielleicht frisst du dann gleich zweimal. Wenn wir Glück haben. Hm. Jetzt überlege ich gerade. Ach ja, jetzt frisst er. Ja, ja, ja. Ich glaube, er hat tatsächlich jetzt zweimal gefressen. Jetzt muss er nur einmal fressen, dann haben wir ihn. Das dauert jetzt allerdings wieder ein bisschen. Derweil noch mal hier Dingenskirchen Eisen sammeln. Folgen Sie mir mal bitte. Sehr freundlich. So. Kommt aus den großen Dingern da eigentlich auch Eisen raus? Oder nur Stein? Ah, Eisen auch. Sehr schön. Also toll. Ihr wisst schon. Naja, aber nicht so wahnsinnig viel. Also das kann ich mir ersparen.
Und dann lieber Steine rauskloppen. Oh, da kommt der 4 raus. Nicht schlecht. So. Zurück. Mal todesmutig hier durchschwimmen. Hier durchschwimmen. Aber hier sind nur Lachse. Sehr große Lachse allerdings. Hallo.